So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 natürlich. Und ich habe es ja jetzt eine Weile nicht gespielt und habe gleich vergessen, mein OBS auf Euro Truck einzustellen. Und ja, es fehlt ein Stückchen jetzt, aber es fehlt nur ein Stückchen, in dem wir die Fracht angenommen haben. Und zwar sind das Erbsen von Nürnberg nach Wien. Ja, ich hatte vergessen, ja, umzustellen, mein OBS. Naja, lang geht Euro Truck mal gespielt, ne? Hier schon Beton. Ciao. Ist da jetzt den Bus drauf gefahren? Nee. So, weiter geht's. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh. Der hatte noch so gelb. Der hätte abbiegen können. Der hätte volle Bulle abbiegen können. Nicht da hinten den Stauschuppertor sehe oder fließender Zeher. Ne, fließender Zeher Verkehr. Ne, Zeher fließender Verkehr. Jetzt sind wir erstmal wieder in Nürnberg drin, ne? Jo. Kommt schon. Bitte wird's nicht. Ja, was denn? Was denn? Was war das jetzt? Warum fahren die nicht? Hallo? Hey, wieso sind die von rechts einfach gefahren? Was? Wo kommt denn nur die Autos her? Ey, was stimmt hier nicht, Leute? Das ist schon das zweite Auto, was hier quer steht. Und vor mir war nie ein Auto. Und dann rechts abbiegen. Hä? Wo kommt denn nur die Autos her? Biege nach rechts ab. Bitte links halten. Ey, wo kommen die Autos her? Ja doch. Das verstehe ich jetzt gerade wieder nicht. Wo kamen die Autos her? Die auf einmal quer standen.
Bitte links halten. Schon komisch. Bitte links halten. Echt schon komisch. Warum wird denn jetzt überhaupt so schnell dunkel? Ach so, wir haben es ja schon fast um 10. Ach so. Oh, ich muss mich gerade mal ganz kurz mich hinsetzen, sonst habe ich das Bild so versetzt im Blick. Aber trotzdem frage ich mich, wo kamen die zwei Autos her? Wann ist da nicht gerade abgebrochen, der hier? Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ehrlich, Helga. Cool. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Erbsen für Wien, das ist so schön. Oh, wow, wow. 85 wollen wir nicht fahren. Oh, wow, wow. Mal ein bisschen austrudeln lassen. Ein bisschen zu schnell hier. Man sollte sich, naja, nicht ablenken lassen. Meine, wie schon gesagt, also ich glaube, ich habe das schon in den letzten Videos also davon gesagt, die Kameras, also sind ja eigentlich Kameras, sind ja keine Spiegel mehr, sind ja Kameras, ja, wäre nicht mein Fall, ich würde noch so auf Oldschool fahren eigentlich. Was machen die jetzt hier? Weil irgendwie ist das irritierend, dass die am Holm jetzt befestigt sind, die Monitore, ne? Und irgendwie der Punkt eigentlich, um an Bäume vorbeizufahren oder so, da ist schon ein richtiger Spiegel schon, naja, eher maßgebend, ne?
Weil jetzt kann hier der Spiegel nicht anklatschen. Und könntest euch wohl dagegen fahren. Weil wenn ihr euch wohl in der Baumregion gewesen bist oder bist und der Spiegel klatscht an, dann weißt du immer noch, ja, mein Fahrzeug kommt durch. Klappt der Spiegel um, dann wird's eng. Fällt ab, war's zu knapp. Und jetzt ohne, dann halt, jetzt hast du bloß die Sensoren da draußen. Naja, oder die Kamera ist da viel mehr. Hast da draußen, naja. Eine feine Technik, eine feine Sache. Was Technik angeht heutzutage, aber. Ich hätte lieber einen Spiegel. Also mir wäre ein Spiegel lieber. Ich finde, ich feiere das auch jetzt mit den neuen Techniken und so. Feiere ich auch, aber wie gesagt. Ne? Klatscht mit so einem Sensor dran, nützt der Monitor drin nichts mehr. So könnte es eventuell noch ein Spiegel umklappen und er geht nicht kaputt. Aber wenn die Kamera kaputt geht, ja, ich denke mal, dann hast du wieder ein paar Tausende hinzulegen. Mehrere Tausende. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Glas kostet für so einen Spiegel. Ich rechne mal so mit 300 Euro vielleicht, eventuell. Vielleicht noch billiger oder vielleicht noch teurer. Das wissen die richtigen LKW-Fahrer, wissen das schon eher. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, so eine Kamera, wenn du die dir wegkloppen tust, weil da mal so ein Ast im Weg ist, ja, da bist du mit ein paar 1000 Euro dabei. Gehe ich mal davon aus. Gehe ich mal schwer davon aus. Ja. Wow, was macht er? Kann ich trotzdem, wenn ich F2 drücke, noch einen rechten Spiegel haben? Das ist F2, ja. Jo, das gefällt mir besser. Da weiß ich, wann ich einschärfen muss.
Ja, wir könnten rüber gucken. Und normalerweise sollte ich eigentlich mal rüber gucken, ne? Wenn ich einschauen möchte. Ja, dann machen wir F2 weg. Genau. Boah. Moment. Ja. Ja, man macht manchmal faul, ne? Bitte links halten. Wow. Das. Nimm die Ausfahrt links. Polizei. Alter, was machst denn du? Och, Polizei hat rechts überholt. Habt ihr's gesehen? Ich hab's gesehen. Polizei hat rechts überholt. Ich hab's immer gesehen. Geradeaus. Wir haben recht zu wohl. Geradeaus. Ja, mache ich, Helga. Auch mir ist ein Chaos, was die da vorne veranstalten. Was macht denn der hier? Erst rechts. Dann links. Immer geradeaus. Weil. Alter, wir müssen hier recht, echt aufpassen hier. Beim nächsten Mal müssen wir wieder schlafen. Viel zu dunkel. Ich wollte ein bisschen von. Wo fahren wir eigentlich hin? Schweiz. Jetzt? Ja. Schweiz? Ja, ich glaube in die Schweiz. Müssen wir eigentlich dann von der Schweiz aus nach Deutschland wieder Käse?
gehst du nach Hause fahren. Mal gucken, ob wir die Dache da mal einen Auftrag finden. Schön Käse von der Schweiz nach Hause fahren. Ja, geil. Nein, wir fahren nach Österreich, Entschuldigung. Wir fahren ja nach Wien. Ach, Gottchen. Auf die Schweiz gekommen. Ja, ihr... Boah, Alter. Ja, komm schon, fahr doch. Junge. Ich halte hier im Verkehr auf. Fahr jetzt. Oh, gib doch Gas, Leute. Und geben die gegen Gas. Was ist denn das jetzt? Da mache ich schon die Spur fast dicht, ne? Und die fahren nicht. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus, sagt selber. Oh, wir sind ja gleich da. Oh, die Zeit vergeht aber schnell. Ich weiß. Das war meine Schuld. Ich war zu weit drüben. Ach. Leute, da machen wir doch den wieder an, ja. Boah. Nein, das hier. Boah. Ich habe die Taste gesucht, Leute. Ich habe die Taste kurz vom Ziel gesucht. Hast einen Totalschaden. Also, wir haben Totalschaden. Ach du Ich hab noch einen Spiegel von rechts gesucht. Oh Gottchen. Das war brutal. Ach, da ist noch ein anderer LKW involviert. Okay. Tut mir leid, sorry, Kollege. Oh mein Gott. Und ich hab doch wirklich nur. Leute, ich habe wirklich der F2-Taste gedrückt.
gesucht. Oh Gott. Und hämmere mir einen Totalschaden rein. Oder fast einen Totalschaden. Ja, das wird teuer. Das wird teuer. Links halten und dann links abbiegen. Ach du Kacke. Wenn ihr gut bis hierher habt ihr eh nicht geguckt. Biege nach links ab. Bis hierher habt ihr eh nicht geguckt. Von daher alles gut. Beinlicher. Die Beinigkeit bleibt euch verborgen. Ihr demnächst guckt, rechts abbiegen. Ihr guckt eh nicht bis da oder habt eben nicht bis dahin geguckt. Biege nach rechts ab. Oh, erstmal Auto so hämmert. Das war eine schöne Fahrt. Shit. So gut gefahren. Ja. So gut gefahren. Einmal frei. Ah, Heiko, wieder. Nein. Doch. Seht mal an. Springt nicht mehr an. Jetzt. Aber wir müssen noch schnell einpacken. Das müssen wir noch hinkriegen. Weil den Auftrag will ich noch abgeben. Oh mein Gott. Das kurz vor Schluss. Gut. Ja, mach aus. Kurz vor Schluss helfe ich noch das Ding da in die Leitplanke. Einmal frei. Warum nicht, ne? Und natürlich haben wir, ja, Minuspunkte. Alles klar, gut. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Und tschüss. Viel Spaß bei List 19 und auf meinem Kanal. Tschüss.